Moin, moin, Freunde. In der heutigen Folge möchte ich an der Brücke weiterbauen und auch hier schon mal ein wenig mit den Stromschnellen anfangen. Auf geht's. How I built a medieval village from scratch. Episode 3. Als erstes möchte ich einmal die Auflager bei der Brücke anpassen, und zwar möchte ich da auch mit der Clip- und Bar-Technik arbeiten, also genauso wie bei der Burg. Und Herausforderung ist eigentlich, für das Mittelauflager so schmal wie möglich zu bleiben, damit von den Bögen auch noch ein bisschen was übrig bleibt und nicht alles durch das Mauerwerk zugebaut wird. So, und die schmalste Variante, die ich jetzt hier so zustande bekommen habe, sieht so aus. Ich habe einmal eine große Plate in der Mitte und dann über Jumper Plates habe ich da so Brick Modifieds in gewissen Abständen aufgesetzt und da dann halt die Klipse und die Hoses und dann die Steine. So, auf der linken Seite komme ich noch nicht weit genug raus, das heißt, die Steine, die stoßen hier noch gegen die Kappe, gegen diese Verkleidung am Ende, und auf der anderen Seite habe ich dann halt hier noch mal eine Plate untergesetzt und dann passt das auch wunderbar bis vorne ran. Und wie das dann aussieht, das zeige ich euch jetzt. Das ist jetzt das Mittelauflager, einmal vollständig verkleidet. Oben kommen dann die Bögen rüber. Aber ist alles schier. Unten liegt das ein bisschen hohl. Aber hier, das wird nachher versenkt. Wasserspiegel ist direkt unterhalb des dunkelgrauen Steins. Und das andere ist dann nachher zur Fixierung auf der Baseplate. Hier seht ihr jetzt die vier Komponenten der Brücke, einmal die drei Auflager und im Hintergrund dann die Bogenkonstruktion. Hier fehlt überall noch das Mauerwerk, weil ich da jetzt nicht die Steine komplett habe, aber das wird dann hier an die Böschung angepasst, je nachdem laufen dann die Steine hier irgendwie ran, auf der anderen Seite entsprechend, und hier dann die Bögen. Die Konstruktion von den Bögen, die habe ich auch noch ein bisschen abgeändert, und zwar hatte ich ja im ursprünglichen Modell hier mit Achsen gearbeitet. Da habe ich jetzt Pins, und zwar mit Friktion. Dadurch ist das alles nicht so schlackerig und alles so ein bisschen steifer schon mal. Das ist ein wesentlicher Vorteil. Auf der Unterseite sieht das jetzt so aus, da kommt noch eine Lage Fliesen drauf. Und dann verschwinden auch die ganzen Spalten, die jetzt hier noch zu sehen sind. Und das ist eigentlich alles smooth und schön und sieht aus wie aus einem Guss. Gut, wir bauen das jetzt einmal zusammen und dann kommt das dahin, wo es hingehört. Die Brücke wollte ich ja leicht schräg in das Grundraster hier einsetzen. Und damit ich überhaupt eine vernünftige Verbindung zwischen Brücke und Baseplates herstellen kann, muss ich hier vor mir einen Trick anwenden. Und zwar muss ich in gewissen Abständen oder da, wo es notwendig ist, einmal ein Plate setzen, und auf diese Plates kommen dann hier diese Spezialsteine. Die gibt es eigentlich nur in transparent, und die Besonderheit bei den Steinen ist halt, dass diese Mittelröhren da fehlen, und dadurch kann ich die auf dieser einzelnen Noppe frei drehen, verschieben, whatever. Und dadurch kann ich die Brücke jetzt nicht nur, sag ich mal, an einen Punkt befestigen und dann irgendwie drehen, sondern ich kann eigentlich überall zwei, drei Steine setzen, die hier von den Teilen, und dann die Brücke an mehreren Punkten befestigen. Ich zeige euch mal, was ich meine. So, die Brücke hat ihren Platz gefunden. Wenn ihr so schräg einbaut und mit diesen Steinen arbeitet, müsst ihr eigentlich nur darauf achten, dass ihr immer hier zwischen den Aufnahmepunkten immer die gleiche Länge habt und den gleichen Versatz. Also ich habe jetzt hier 18 und 2 und dann zum nächsten Auflager auch wieder 18 und 2. Und entsprechend das gleiche gilt natürlich auch für die hintere Aufnahme. Also dieser Versatz und die Länge hier, die spiegeln sich hier überall wieder. Gut, dann haben wir jetzt hier nochmal die Wasserhöhen. Hier das mit hellgrau, die Wasserhöhe, das ist das, wo ich nachher ankommen muss. Das ist da hinten. Unter der Brücke muss ich natürlich vollflächig diese Wasserhöhe haben. Da wird selber nicht so viel mit
Stromschnellen sein oder sage ich mal, dass da noch irgendwelche Gefällesachen eingebaut werden. Das wird dann hinter der Brücke und vor der Brücke sein. Und ja, damit sollte ich jetzt langsam anfangen. Also ich habe die Brücke ja nochmal auseinandergenommen, weil ich ja jetzt hier im Untergrund hier die Stromstellen modellieren möchte. Kann ich euch aber nochmal wunderbar zeigen, was ich hier vorhin meinte mit dem Versatz und Pipapo. Also hier ist eine Noppe, die Länge und der Versatz bis zur nächsten Noppe ist genauso wie hier und hier. Und entsprechend auch diese Länge und dieser Versatz, der ist auch identisch. Und theoretisch könnte man das in jede Richtung beliebig fortführen. Und das geht dann halt mit jedem Winkel, den man sich irgendwie vorstellen kann. Gut, bauen wir das Ding mal wieder ein hier. So, das ist das Mittelauflager. Jetzt habe ich hier, kommt ja irgendwo noch dieser Anströmkanal für die Wassermühle hin. Das wird noch ein Problem, wo ich noch nicht weiß, wie ich das löse. Ob ich da irgendwie eine Befestigung in der Wasseroberfläche herstellen kann. Theoretisch könnte ich ja auch diese Abstände hier nehmen. Weil hier, ja wahrscheinlich wird das gehen. Testen wir. Im hinteren Bereich habe ich jetzt schon mal den Nullwasserstand eingebaut. Das ist der Wasserstand, den ich auch bei der Burg hinten habe. Und der wird sich dann hier einmal komplett durchziehen. So, hier von diesem schwarzen wird jetzt hier links und rechts in dunkelgrün und hellgrün weitergearbeitet und dann hier irgendwie nachher die Uferböschung gebaut. Und sage ich mal, ab diesem Punkt hier fangen dann die Stromschnellen an. Da habe ich einmal bis zur Brücke oder von der Brücke bis zu diesem Nullwasserstand habe ich schon mal einen Steinunterschied. Da weiß ich aber noch nicht, wie ich da jetzt den Untergrund bauen soll, ob ich da Plates nehme oder Steine. Da muss ich gleich mal gucken, wie ich das am besten organisiere und auch entsprechend bestellen. Ja, unter der Brücke werde ich diesen Wasserstand versuchen irgendwie beizubehalten. Vielleicht noch ein paar unruhige Stellen damit einbauen, aber im Prinzip diese Höhe hier halten. Und dann geht das hier auf dem letzten Stück auch nochmal einen Stein hoch. Und ja, auch mit Stromschnellen und wildem Wasser. So, auf der rechten Seite wird sich dann hier diese Mauer vorziehen. Vielleicht mache ich da noch mal einen Knick rein. Wahrscheinlich wird die eher gerade weiter verlaufen, weil das einfacher zu bauen ist. Und ja, der Wasserstand, den ich hier habe, der entspricht dem Wasserstand, wo ich hier starte. Und dann links von der Mauer geht das dann kaskadenförmig hier irgendwie nach unten. Gut, dann die Farben im Untergrund. Ich habe ja da hinten hellgrün, nee, normales Grün, dunkelgrün und schwarz. Und hier im Bereich der Stromschnellen werde ich hellgrau, dunkelgrau und dunkelgrün nehmen. Und zusätzlich oben die Fliesen bzw. Plates sind dann in transparent blau und transparent clear. Und ich glaube, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Also ich werde da jetzt nicht noch mit weiß und mit anderen Sachen experimentieren. Also für den Untergrund in der Oberfläche, da werde ich auf jeden Fall dann nochmal weiße Steine mit einbauen, weiße Fliesen, weiße Slopes und solche Geschichten. Ja, mehr schaffe ich heute nicht. Aber es nimmt langsam Struktur an. Beim nächsten Mal, wie gesagt, machen wir hier ganz genau weiter. Dann werde ich auf jeden Fall die Steine haben, um hier unterhalb der Brücke schon mal den ganzen Wasserkram zu bauen. In der Krümmung hier die Fliesen schon mal überall setzen, links und rechts das fehlende Mauerwerk noch. Und dann muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich hier oben den Weg baue. Ob ich jetzt wirklich Steine auf die Seite lege und dann mit diesem Bending-Kram da arbeite, das unter Spannung setze und biege. Oder ob ich hier einfach
klassisch mit Plates, das dann irgendwie abtrepp. Das weiß ich noch nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.